Space Shuttle Operation. Shuttle will approach and fly into the colony. The pilot will eject at the last minute. It's very dangerous because they could get sucked into the blast. In the end, I fear that it will fail, just like the Enigma. We need to get as many as the races as we can. Oh mein Gott. Wir machen dasselbe, jetzt mit einem fucking Flugzeug, was einfach irgendwo reinkrecht und explodiert. Gratulation. Oh, ich habe das Space Shuttle completed. Das war aber schnell. Waren das die anderen vier Stages, die ich zuerst gemacht habe? Okay, los, schnell, Space Shuttle, stand by, I trust you. Was, ich? Warum ich? Ich will nicht. Kann das nicht hier scheiß Lieblings-Ex machen? Ja, echt mal hier, der meldet sich doch gerade freiwillig. Lass den das doch machen. Blast off! Seven seconds to impact. 5, 4, 3, 2, 1, it crashed into the colony. Und Zero is dead. Destruction is 86%. It will be gone within 10 minutes. We've succeeded in destroying the colony. Zero, can you read me? Zero! Zero? Coke Zero! Gaga. Ga, ga. This is Zero. Do you hear me? I managed to survive. We've got the response from Zero. Zero. Was ist da passiert? After a few hours. We found Zero, he's safe, but he's very exhausted. We will return to the Hunter Base for now. Wait, what is this reading? This is the exact same reading. Should we call this the Zero Virus? Oh nein, Zero hat auch ein Virus, schön. The Scrap of the Colony Virus and the Sigma Virus combined together. I wonder what's going to happen. Ich vermute mehr Textboxen. Oh, guck mal, mehr Textboxen. A new virus. Out of the drying pan into the fire. Zero Vices. Oh nein, toll, wir haben einen neuen Virus. Blibla, blub, lass mich weiterspielen. Was habe ich denn Neues gekriegt? Good when you're in a siege, turn invincible and fly. What? Wait, what? Mhm. Oh, ist das das hier? Oh nein, es ist Pseudo-Crackman, okay. Hit me. Hit me.
I'm in danger of something. What? Ich wusste, was kommt, aber ich war immer noch nicht gut genug darauf vorbereitet, ja? Oh, mein Dash an sich ist jetzt invincible, I see. Ich muss nach ganz links und dann nach rechts. Aber weißt du was? Fuck das. Fuck. Ich habe eine Idee, Eva. Mach deine Wohnung wieder unordentlich. Das macht doch viel mehr Spaß als aufräumen. Glaub mir. Der Verdo. Der Wahrhalter! Wie sollst du da hinkommen? Wenn ich dashe, bin ich zu langsam. Ich bin grundsätzlich zu langsam, egal was ich mache. Stell dich nicht so an. Ich verstehe nicht, was ich hier tun soll, um das einfacher zu machen für mich. Ich meine, klar, ich kann die Zeit stoppen, aber selbst mit Zeitstopp ist das ja gefühlt noch fucking ridiculous. Kann ich irgendwie meine Energie wieder aufladen? Da oben ist ein Waffenenergie-Irgendwas-Container. Lad mein Dings wieder auf. Wie benutze ich das? Gar nicht. Okay, cool. Junge, 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 Alter. Du musst ja 3 Jahre vorher wissen, was passiert. Was ist das denn? Ich will es eigentlich nicht hier benutzen, aber das ist so ekelerregend hart. Ja. Dude, das ist absurd.
Warum sammelst du den Ball nicht ein? Der Ball ist Waffenenergie. Und der bringt mir gerade nichts, weil meine Waffen voll sind. Die Musik geht mir auch langsam auf den Sack. What the fuck? Stell sie doch aus, das löst das Problem nicht. Dein Ernst? Natürlich muss er sich an der Wand festhalten, weil das die beste Idee war, die er in dem Moment haben könnte. In this moment, Zero New, he fucked up. Ich brauch mehr Virus in mir, so sieht's aus. Ah. Muss stärker werden. So bescheuert. Das ist doch echt schlidumm. Ich muss da nach rechts dashen, okay. Das ist halt mit der härteste Try and Error, den ich seit langem hatte. Dieser Dash hier unten ist so präzise. Wolltet ihr immer schon mal euer Leben hassen? Ich empfehle Mega Man X5. Spiel und Spaß für die ganze motherfucking Familie. Endlich eine Herausforderung. Das ist keine Herausforderung, das ist fucking 50-50, ob ich da unten durchkomme oder nicht. Wo ist mein Dash? Nicht anwesend? Cool. Oh, I see what's happening. Okay, okay. Idee. Lass mich mal testen. Maybe funktioniert das. Nicht, wenn ich nicht pixelperfekt darunter falle und auf der Kante lande, dann funktioniert's nicht. Ne, eins tiefer, okay. Dann nach links und dann links, okay. Nein, freue ich mich auf den anderen Trash in dieser Collection.
Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich verstehe, wie man das macht. Ist es präzise as fuck for no reason? Hell yeah. So, du springst hier, machst hier einen Doppelsprung und dächst dann, obwohl du nicht dächten kannst nach dem Doppelsprung. Cool. Okay, du willst runterspringen? Kannst du nach dem Ding dashen? Oh, okay. Die Idee ist, du willst fallen und willst dann quasi da dashen. Okay. Dude, das ist... I wanna be the Boshi shit, ey, ich schwör. Das könntest du literally irgendwo in ein Boshi-Spiel einpacken. Das ist nicht so weit weg von der Execution her. Also es fühlt sich gerade an, wie eine Stelle aus Wings of Wii, wenn ich ja nicht bin. Das war die falsche Seite, finde ich. Natürlich ist hier unten auch noch einer. Ich weiß halt nicht, wie lang diese Passage ist. Was hast du denn erwartet? Fairness? Ein gutes Spiel? I don't know. Irgendwas dazwischen vielleicht? Diese Passage geht endlos. What the fuck? What the fuck? Sagt da gerade Waffenenergie? Links liegt immer Waffenenergie, wenn du spawnst, ja? Auf dem Weg habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Auf dem Weg? Okay, let's see. Ich meine, das... Ah, ja, natürlich. Das kriegen wir auch ohne Weg hin. Außer Zero denkt sich, oh, oh, guck mal, eine Wand. Oh, die muss ich knuddeln, die ist so geil. Oh, oh, gib mir eine Sekunde. Mm, ah, oh, ah. What the fuck? Brain fart. Over the rainbow, brain fart. Du musst es halt... Das sind nur perfekte Inputs, ich schwöre. Diese Passage ist so tight, Mann. Okay. Oh, hier ist echt einer. Oh ne, wäre zu schön gewesen, wenn es da schon zu Ende gewesen wäre. Okay, die Idee ist also da runter zu fallen und dann die Energie aufzuheben und dann vielleicht 3 Meter weiter zu kommen. Und bei den ganzen scheiß Viererblöcken muss ich quasi ganz nach rechts fallen. Korrekt? Korrekt. Okay.
Nein, du kannst da nicht nach ganz rechts, du musst da nach links. Und ich finde es wirklich schön, dass, obwohl ich die Waffenenergie eingesammelt habe, wieder an derselben Stelle rausgekommen bin. Ich wollte es nur mal anmerken. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich da hin soll, Mann. Bitte sag mir, dass da unten ist ein... Das hier ist ein Checkpoint. Ich kann Time Stop canceln, ja. Fuck you, Game. Holy shit. Ich möchte bitte sterben. Dein Ernst. Kann ich irgendwie meine Energie, die da oben ist, benutzen? Oh, so benutze ich die. Cool. Hätte ich jetzt mal einen E-Tank, ne? Really? Ist auf beiden Seiten ein Safe Spot? Okay, sein Körper macht zig Trilliarden Damage. Interesting. Ich mag das von der Seite einfach sinnlos angepupst zu werden. Das ist super safe, holy fuck. Oh mein Gott.
Was ist deine Schwäche? Let's see. Die gehe ich jetzt nachgucken, weil der Fight zieht sich sonst einfach nur bis ins nächste Jahrtausend. Ohne Scheiße. Mega Main X5. Boss Weak nicht. Hopp. Mega Man X5 Boss Guide. Ich meine, ich habe nichts gegen die, ne? Gegen Dings, aber holy fuck. Gegen. I guess it's Shadow Devil. Wait. X5. Ist es Shadow Devil? I guess. Z-Saber und E-Blade. Was war denn Z-Saber? Z-Saber ist das normale Ding, korrekt? Ja, und E-Blade. Okay. Ich bin also fucked. Weil ich ihn quasi schon mit seiner Weakness angreife. Und das ist natürlich interessant. Ich hoffe, ihr habt Zeit, ne? Das könnte mich ein bisschen ziehen, ja. Und ich kann nichts dran ändern. Das ist halt echt der spannendste Fight EO. Ne, wir sind mein Halbbrot. Hunger siegt über Schmerz. Guten. Was? Was? Natürlich hat er eine zweite Phase. Warum habe ich aber... Was habe ich erwartet? Dass ich den Boss tot bekomme? Nein! Wir brauchen mehr Bullshit! Es ist absurd. Es ist dieses Game, Mann. Manchmal wüsste ich gern, was mich trifft, weil ich habe gerade absurd viel Schaden. Irgendwas hat mir 50% meiner Lebensleiste abgezogen. Und ich weiß nicht, was es war. Weil sein Körper macht keine 50% Damage. Thank you.
Komm schon, du kleiner Wicht. Seine Hand macht so viel Schaden.